und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter Nights, wo wir in der letzten Folge den dunklen Wind gefunden haben. Und jetzt begeben wir uns auf die Suche nach dem toten Wind, der bestimmt ganz viel netter als der dunkle Wind ist. Ganz bestimmt. Weit müssen wir, glaube ich, nicht laufen. Das ist, glaube ich, in dem nördlichen Fragment dieser Ruinen. Oder nur eben hinrennen. Unserer Gleiterin Dorna, die hoffentlich heute immer einen besseren Tag hat als bei den letzten Folgen, wo sie immer relativ schnell das Zeitliche gesegnet hat. Weiß nicht, ob ich nicht vielleicht mal irgendwie eine bessere Rüstung für sie investieren müsste, aber irgendwie nicht sicher, was ich da bei ihr noch großartig verbessern könnte. Auf jeden Fall sind wir hier in der Krypta und da ist, glaube ich, der Wilde. Geht ja schon gut los hier, warte. Donner. Über Anzeichen gefallen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns zum Schaden wollen oder nur die Gegner heilen sollen. Wahrscheinlich. Dann müssen diese Särge zerstören, damit die Untoten nicht schön wiederkommen. Gargoyle ist auch eine Form ohne Waffen, also ohne Angriffe, also ohne bewaffnete Angriffe, ganz ohne Angriffe nicht. Vom Schaden her relativ bescheiden, aber dafür von der defensiven Seite ist er relativ krass. Nicht nur hat er ganz schön gute Rüstungsklasse, da hat glaube ich auch noch 15 Schadensresistenz oder sowas. Also wenn man sich irgendwie in einen defensiv orientiertes Metzel Gemetzel mit irgendwelchen schwachen Gegnern stürzen möchte, ist ja nicht schlecht. Ja, bleib doch stehen, Misty. Oh Mann, so. Wir wollten die Sarkophage zerstören. Oh, wie hab ich das Ding so ganz ausgemacht? Oh, das ist mein Sicht. So. Bringen wir mal ein paar von denen wieder um. Also dann bist du schon Klerikerin und dann haben wir so viele Untote, dass das auch nicht viel bringt. Theoretisch kommen die, glaube ich, beliebig oft wieder, die Gestörten. Von daher kann man den Kampf beliebig in die Länge ziehen und Erfahrungspunkte farmen. Allerdings bei 5 Erfahrungspunkte Profi dauert das einen Moment, bis ich da eine Schule kriegen würde. Von daher wollen wir uns jetzt mal hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Na, okay. Oh, wie ist er gefragt? Du lenkst die ab, Donner. Fallen mal aus. Können nochmal die Spiele benutzen. Jetzt habe ich die meisten Sachen schon ausgelöst. Aber vielleicht könnten wir hier hingehen. Dann hier die Spiele zu benutzen. Vielleicht mal was. So. Und jetzt, wie geht's weiter? Weiter mit Gargoyle. Bleiben wir so, wie wir sind. Ich kann mal ein bisschen Blitze herbeirufen, also aus Spaß. Sollen wir schon viele Gegner auf einmal aufmachen? Na? Na, wenn ich in solchen Situationen Blitze herbeirufen, wandern. Das ist nicht so gut. Ich glaube trotzdem nicht auf Fortschritt an. So.
Was kann ich jetzt sehen? Du hattest keine Ziele in Schlagreichweite. Das glaube ich dir nicht. Warum kommst du aus dem Kampf schon wieder? Sind wir aber Rundumschlag, macht ihr heute mal richtig ordentlich was hier. So. So, dann lässt sie weiter ab, ja. Ich kümmere mich jetzt um den Rest. Ich habe keinen Bock hier noch weiter rumzugammeln mit den ganzen Untoten hier. Zu moschen. Beim Blut des Alvates! Oho, das wird wohl eine Narbe hinterlassen. So, hier machen wir pro Schlag deutlich mehr Schaden, vor allem auch gegen Untote. Aber wir haben nur zwei Angriffe drin, ne? Allerdings, wenn wir Rundumschlag auslösen, ist es vielleicht sogar besser. Weil wir dadurch ja freie Angriffe quasi geschenkt bekommen. Schauen wir mal. Bin noch nicht ganz überzeugt, dass das besser ist. Also das ist das Problem. Die bewaffneten Formen sind vom Schaden her ein bisschen besser, weil die halt die Waffe mit übertragen und damit halt irgendwie so Sachen wie Elementarschäden und ähnliche Sachen. Allerdings profitieren die halt nicht von unserer verbesserten Angriffe pro Runde Progression, die wir durch den Mönch bekommen haben. Naja, es gibt ein paar gute unbewaffnete Formen später, aber auf die haben wir halt jetzt noch keinen Zugriff. Von daher haben wir jetzt gerade das Problem, dass es die Formen ohne Waffen sind halt von der Defensive her ein bisschen besser, aber irgendwie hat man das Gefühl so, ja, wir könnten die Gegner irgendwie schneller umbringen. Die Formen mit Waffen, die ein bisschen mehr Schaden haben, die fühlen sich auch schwächer an, weil sie auf einmal weniger Angriffe haben. Pilzrüstung. So, jetzt haben wir alle zerstört. Alle Sarkophage zumindest. Jetzt brauchen wir, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, einen Schlüssel, den wir irgendwo hier finden. Schauen wir uns mal rum, was die so für uns hinterlassen haben. Okay. Da ist ein Schlüssel. Stiefel der Sonnenseele. Okay, na gut. Dann können wir jetzt auch weitergehen, glaube ich. Jede Menge Krams auf dem Boden, aber ich bin mir relativ sicher, dass der Krams alles verrostet ist. Wir probieren es jetzt mal mit der Axt hier aus. Ja. Ich glaube, bei den Rüstungen gab es irgendwo eine, die nicht verrostet war. Aknorohre. Nicht? Angefaulter kommt.
Was machen wir diese netten, brennenden Männer? Wir schauen uns erstmal so im Raum ein bisschen umher, ob hier vielleicht irgendwie was Sinnvolles aufzuheben ist. Wahrscheinlich ist nicht alles total scheiße, das lasse ich mir aber angerostet aus. Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Ein Mithral-Schild, okay. Also wäre uns Elfengettenrüstung. Hallo, hallo, hallo. Schade, dass wir keine Elf sind. Wanda, bist du Elf? Ah, ne, warte. Warte, warte, du warst irgendwas anderes. Mir liegt's auf der Zunge, was du warst. So. Ungut, vielleicht habe ich noch irgendwo hier guten Loot übersehen, den ganzen Müll, aber ich glaube, ich habe das, was ich haben wollte. Jetzt geht's noch weiter. Das ist eine seltsame Ebene hier, ich bin mir nicht sicher. Also, man kann diese brennenden Typen kann man angreifen, aber die sterben nie. Ja, also die gehen immer nur bis kurz vorm Tod runter, aber es passiert nichts. Dann gibt es diesen Hebel, den man, glaube ich, gar nicht mal auslösen muss, um weiterzukommen. Also, ich weiß nicht, ob es irgendwie eine Lösung für dieses Rätsel gibt, mit dem man auch irgendwas anderes bekommt. Auch diese Statuen sind mir ein bisschen suspekt hier. Aber wenn ich ganz ehrlich sein will, ich habe keine Ahnung, was hier sonst noch gemacht werden könnte. Und da gehen wir einfach mal weiter, falls einer von euch irgendwie einen heißen Tipp in diesem Raum. ich weiß es nicht, ob man mit diesen brennenden Männern noch irgendwas Spezielles machen kann. So. Dann gehen wir mal weiter. Ja. Ach, könnte ich Wände schlagen. Jetzt gehst du hier irgendwo sonst so hin, oder? Jetzt bleib endlich stehen! Hier verschwinden die Wände immer mal wieder und tauchen woanders wieder auf, von daher. Einfach mit Geduld. Beim Blut des Und vielleicht sogar die Seitenräume erforschen. Hallo. Mach ich keinen Bonus-Schaden gegen die? Hatte ich nicht eine Waffe, die Schaden gegen Untote macht? Ich hatte sie nicht ausgerüstet gehabt, ich bin nur ein voll Idiot. Ich hatte vorher, vor der Verwandlung hatte ich keine Waffe ausgerüstet gehabt, da wollte ich mich nicht wundern, dass ich keinen Untotenbonus-Schaden mache. Oh, oh, oh. Hashtag Epic Fail. So, Donner versucht da noch zu kämpfen. Damit ich jetzt festhänge. Also sollten wir erstmal die Skelette ausschalten, bevor wir versuchen, die Räume genauer zu erforschen. Haha!
sollen? Hä? Bleib du hier. Bleib stillstehen, damit ich dich hauen kann, wie mein Held manchmal sagt. Geduld. Ja, ich weiß. Würde dir ja helfen, wenn du nicht ständig vorrennen würdest, aber. Siehst du sehr wohl das Problem ist da, ne? Komm schon, doch. Danke, ich kann endlich mal aus diesem Ding hier raus sein, oder nicht? Dann bleibe ich doch lieber hier. Aber. Ich habe das Gefühl, geht's nicht mehr raus. Versuchen wir es hier mal. Donner, ich würde dir ja gerne helfen, wenn du nicht ständig vorstürmen würdest. Die Wände auch kaputt machen. Ich glaube, die sind immun gegen physischen Schaden. Oder zumindest relativ resistent. So, haben wir jetzt alle Gegner erwischt. Ich glaube. Na gut, dann werde ich jetzt im Moment gegen die Mauer nachhelfen. Die sind nur ein bisschen resistent im physischen Schaden, na gut. Dann können wir uns das ja ein bisschen einfacher machen, indem wir die Wände kaputt schlagen. Haha! So, schauen wir erstmal, was hier unten in der Ecke ist. Irgendwas 100 Erfahrungspunkte bekommen. Ha! Ein durchschlagender Ha! Ha! So, warte mal, hier sind. Hier haben wir plus 2 Geschicklichkeit. Wir hatten dann noch die Gipfel der Sonnenseele gefunden. Hat auch plus 2 Geschicklichkeit und plus 4 RK-Bonus. Aber Ausweichmodifikator RK, ne? Ja, unverwandelt sind wir damit deutlich besser. Und von dem leise Wegen haben wir auch nicht so viel, weil schleichen tun wir sowieso nicht. So, gut, dann. Oho, das weiter, wird würde ich sagen. Wohl eine Narbe hinterlassen. Oh. Oho. Ha! So, warum habe ich nicht die Mauern eingeschlagen gehabt? Wir sind schon wieder da. Ja, die werden dann dauerhaft weg, anscheinend nicht. Ist ja schon schwerer als ich. Als ob meine Stärke-Buffs ausgelaufen sind. Ha!
du eigentlich? Okay, du kannst bis irgendwo, wo du rasten kannst, ist gut. Ich sehe zwar nicht, wo sie genau ist, aber sie kann rasten. Erfolg. Da lässt er nicht mehr Loot. Mann. Unhöflich. Diese Feinde heutzutage. Alm? Infizierte Streitkolben. Rostet, okay. Kannst du die wieder haben? Auch verrostet aus. Ein, okay. Auch nur die eine, natürlich. Den Sarg öffnen eigentlich. Das ist ja nur verrostetes Ball. Verdammt! Ah. Ich kann mal zum Strei machen. Ich will doch nicht diese Sachen looten. Also was richtig Tolles. Und nicht für einen verrosteten Kurzbogen zum Beispiel. Werkzeug. So, dann haben wir noch die andere Seite abzudecken. Yay. Das ist ein leicht seltsamer Dungeon hier. Schön, wenn es hier hinten irgendwie einen Hebel gäbe, dass man das komplett ausstellen kann, weißt du? Jetzt, als die Pfeile noch da waren, hat es halt so ein bisschen so eine taktische Komponente, dass man nicht überall gleichzeitig sein konnte. Aber jetzt ist es einfach nur noch nervig. Oh, wow. Hast du überlebt? 101 HP. Ich kann mich eigentlich nicht da hinsetzen, sondern ich wollte looten. Okay. Aber sehe ich das richtig, dass mir das 100 Angst vorgebracht hat, oder war das noch von woanders? Das ist ja eigentlich fast schon. Das ist ein bisschen absurd. Ich setze mich mal nochmal auf einen. Ah, das bringt mich immer bis auf 1 HP runter. Das ist ja. Jetzt habe ich da, kriege ich da keine Erfahrung mehr durch. Oder hab da nie Erfahrung durchgekriegt, nie 100 waren von irgendwas anderem. Ja, ganz verrückt hier. Aus Symmetriegründen. Das gibt es einen Karton mit. Nein. Schade, Symmetriegründe hat nicht gereicht.
zwar nur 18 HP, aber ich gehe da trotzdem rein. So, weiter geht's. Einen Raum haben wir nur noch, dann sind wir auch fertig. Glaube ich. Zum Beispiel Tila Brimmo angreifen. Ein durchschlagender Erfolg. Ach. Steht ein Name drauf. Noah, Paul, Sydney, Ross, Brent, Dave, John, Dan, Keith, Aaron, Nolan, Dung. Okay, hier ist anscheinend nichts. So, ich werde aber glaube ich an dieser Stelle die Folge beenden. In der nächsten Folge sehen wir uns da hinten an dem Aufgang wieder. Wie ich mich hier durch das Labyrinth irgendwie durchgemogelt habe. Wo wir in die nächste Etage gehen, wo wir dann vielleicht den bösen Wind finden. Wir suchen den bösen Wind. Den dunklen? Nein, den. Wo wir den anderen Wind finden, nachdem wir suchen. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.